Moin Moin Leute, hier ist wieder der Super Pro mit einem weiteren Part von Let's Get Owned by Mordred und unserem One-on-One. Phil ist jetzt, wie ihr letztes Mal sicher gesehen habt, abgewandert zum Essen, was ich eigentlich auch demnächst mal machen müsste. Ja, denke ich schon. Aber erst werde ich mal hier noch probieren, Darkie gegen Wookie meine Skills zu verbessern. Nein, wie bin ich gestorben? Das ist ja mal richtig toll. Super. Ich hab dich eigentlich abgeschossen, aber ist ja manchmal der Bug, dass dann das Ja, manchmal. Also wenn ihr mal meine Let's Plays durchschaut, dann seht ihr schon, dass das extremst häufig ist, gerade wenn es ein bisschen laggy ist. Ja. Na. Also, ich glaube, das wird nichts. Ich probiere es mal wieder mit Offi und mit ein paar sicken Nades, die gar nicht so sick sind, wahrscheinlich. Aber, okay. Weil mit Dark, okay, du ownst mich mit Dark hier immer, aber ich kann das einfach nicht so gut. Ja. Okay. Okay. Angenommen, ja. Gut, weiter. Mit Offi ist aber ziemlich schwer gegen Wookie. Echt? Fand ich jetzt ja, die letzten Male nicht. Ja, eine direkte geben. Ja. Ja, warte. Ja, okay, ich merk's dann doch. Aber mit Darkie kann ich irgendwie gar nicht umgehen, also. Keine Ahnung. Ich krieg sowieso dann nur so Krüppelschocks raus mit Rollen und ein bisschen rumspringen. Okay, dann spiel lieber Offi weiter. Der ist ja auch nicht so schlecht. Ja. Na, nice. Danke. Ich glaube, also, wenn ich das hier so sehe, dann denke ich, naja, obwohl, wenn ich so weitermache, noch ein paar Jahre, wo vielleicht. Kann ich dann in 10 Jahren mal sagen, wenn ich keine Zähne mehr hab? Ja, vor 10 Jahren, da hab ich noch gegen Mordred verloren. Jetzt ist er auch alt und grau. Und verliert gegen mich. Ja, nee, ja. Aber ich glaube nicht, dass das so weit kommen wird. Oder beziehungsweise du wirst irgendwann so richtig gar keinen Bock mehr auf Battlefront haben, glaube ich. Also hast ja jetzt schon keine Lust mehr, so wie du mir gesagt hast. Ja, jedenfalls nicht mehr viel. Ja. Aber sowas macht schon noch Spaß, eigentlich. Ist klar, weil so wenige Leute auch gegen dich eine Chance haben. So, wo, nur wo? Ah, Hilfe. Ah, da. Oh, heftig. Man könnte hier mal, um dich mal ein bisschen einzuschränken, nur Nades probieren. Okay. Könnte man mal machen, aber. Es ist zwar eigentlich unfair und damit cheate ich mir mehr oder weniger auch ein paar schön gemachte Kills zusammen, aber wirklich mit Fächern. Nein, das passt. So. Nice. Du wusstest genau, dass ich wieder weiter nach links springe. Deshalb. Du sollst nicht so oft springen mit dem Offi, dann geht das eigentlich auch alle. Gut, also. Springen ist immer. Richtig, und das Rollen hatte man. Sollte man vermeiden. Hatte man einmal bei dir gesehen. Als ich dich da auch einmal gekriegt hatte. Ja, da wäre ich dann doch besser gerollt. Also, ich denke, Rollen und Springen ist schon ganz okay, aber wenn man es dann irgendwie schlecht mischt, dann ist auch doof. Ja, das Problem ist halt, dass man immer weiß, dann der Gegner weiß, jedenfalls. Ein relativ erfahrener weiß, wo du dann landest, der kann dann schon mal dahin schießen. Wie jetzt zum Beispiel. Und das, da könnte ich jetzt an die Seite einfach schießen. Ja. Und dann wirst du. Ja, siehst du. Richtig. Aber die Säule war auch ein bisschen zu dünn da für sowas. Ja, deswegen. Da hätte, glaube ich, Rollen und Springen nichts mehr gebracht. Höchstens nach hinten laufen, aber das wäre auch schlecht gewesen. Ne, da wäre es schwer gewesen. Da müsstest du versuchen, mir irgendwie auf mich zuzusprinten und mir direkt eine direkte zu geben, aber mit Offi ist das, wie gesagt, schon schwer.
Oh, da habe ich mich selber angeschossen und noch mitbekommen. Wow. Oh, okay. Nice, nice. Danke. Das war aber wieder so ein Luckshot. Übrigens, ich habe dich bisher Ach. 17 Mal bekommen, also gerade so, wahrscheinlich. Also nur um es mal erwähnt Ey, zu haben. stimmt. Ja. Okay. Ich denke, aus den 17 So. Kills, beziehungsweise höchstens immer so zwischen 5 und 10 davon, kann ich mir sicher was Lustiges zusammenschnipseln. Huch, Hilfe, da, wo, ah, wo, Hilfe, ah, da, nein, Hilfe, nein, aua, verdammt. Oh je. Also, das heißt, das war mal wieder total schlecht aufgepasst von mir. Ich hätte gedacht, du läufst, spawnst noch oder dann läufst du oben rum, aber dann bist du irgendwie hinter mir und dann unten gewesen. Das war dann so, Ja, nee. du solltest echt oft M drücken, da siehst du ja dann direkt überall, wo jeder Gegner ist. Und geht das eigentlich relativ gut. Also ich drück das die ganze Zeit. Ja. Weil diese Minimap oben rechts, die bringt nicht so viel. Okay, eine Millisekunde mehr oder ein bisschen mehr, dann wäre ich, glaube ich, weggerollt gewesen. Aber nee, ich würde mich, glaube ich, zu blöd damit machen, wenn ich immer nur dich markieren würde. Wenn du M drückst, oder was meinst du? Das ist doch dieses Markieren, oder? Ne, das ist die große Karte öffnen, damit du jeden Ach ja, Gegner ne, siehst, zum sorry, ja, Beispiel. stimmt. Mit Q, das ist mit Offi relativ unnötig. Also, es ist eigentlich schon ganz gut, da du dann immer sehen kannst, wann der Gegner um die Ecke kommt, da das ja immer noch aktiviert ist, Ja. wenn du um die Ecke bist. Dann kann man schon mal. Okay, das war zu schlechte Reaktion mal wieder. Vorher schießen, vor allem beim Wookie mit der Armbrust, das ist wichtig. Dass du einfach direkt schießt, wenn er um die Ecke kommt. Du sag mal, bei deinen Filmen, welche Geschwindigkeit hast du immer für die Zwischensequenzen gemacht? Zweifache oder noch mehr? Oh, das ist immer was anderes. Es kommt immer nämlich, also man sucht sich ja erstmal ein Lead aus und man versucht da die Kills ja möglichst gut mit der Musik zu synchronisieren. Zum Beispiel, wenn da so ein ziemlich starker Beat gerade kommt, solltest du einen Kill machen und deswegen kommt das immer aufs Lead gerade an. Aber mehr als 200 habe ich meistens, also mehr als die doppelte Geschwindigkeit habe ich meistens nicht gemacht. Das heißt, du Manchmal bestimmt. variierst auch innerhalb der einzelnen Videos, also innerhalb der einzelnen Segmente innerhalb der Videos oder Ja, also es wird alles. Kommt alle, ich mache nie irgendwie was genau, ja, jetzt wird das genau doppelt so schnell. Das mache ich dann irgendwie shit. immer eigentlich anders. Kommt ja auch im Endeffekt darauf an, wie gut es am Ende aussieht. Und ich dann. Also das heißt, du passt das dann auch direkt immer der Musik an. Okay. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste bei diesen ganzen Track-Movies. Nach einer Weile hat man das dann auch raus, worauf man was synchronisieren sollte, welchen Kill. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja zwar schon große Auswahl an Sachen, an Musik, aber. Komm, jetzt kriege ich dich doch noch einmal. Jetzt hier. Das war mein letzter Schuss. Okay, warte, Okay. ich kann ja noch die Nades werfen. Und fächern. Aber nee, das wollten wir dann. Oh! Ich hab Pixel, so extremsten Pixel. Darf ich blubbern? Oh nee, schade. Ja. Es war so klar. Okay, Das das mit ist. dem schnellen Truppenwechseln ist eigentlich ganz cool. Ja. Das ist schwer mit nur den Ja, Granatwerfern. richtig, aber die Du Kills, nutzt die nämlich werden. oft den Becher. Aber ich denke, die Kills sind dann immer am besten. Also. Auch wenn ich jetzt auch heute Abend eine Menge Fächerkills gemacht habe. Okay, es war klar.
Das habe ich jetzt während des Sprungs schon gemerkt. Also sorry für Leute, die ihr jetzt hier zuschaut, für die lange Sprachlosigkeit, aber das war jetzt irgendwie so ein bisschen so wie in so einem alten Western. Beide Cowboys stehen dann so nebeneinander und die Hand an der Waffe. Ah, ouch. Ouch, ouch. Habe ich hier was gezogen? Nee, ne? Doch, bisschen. Okay. Na, supi. Ich fail. Let's fail with Mordred hier. Let's fail against Mordred. Warum überhaupt immer diese englischen Namen? Ich finde es eigentlich im Innersten finde ich es total blöd, aber Let's play, Let's get owned eigentlich nach. Naja, okay. Was will man machen? Ja, aber Ohne es hört sich jetzt an Anglizismen als. geht's nichts, geht nicht mehr eigentlich. Ja. Obwohl ich ja eigentlich gegen dieses Denglisch bin. Zumal, wenn man jetzt sich die ganzen komischen Werbungen oder die ganzen Produkte laufen mal durch den Supermarkt. Also, ich würde mal sagen, Ja. mindestens 50% der Bevölkerung versteht nicht, was auf manchen Produkten draufsteht, ja. Wenn man dann irgendwelche Pflegeprodukte sieht, ja, bla bla bla, Hair Wash Ultra Clean oder so ein Zeug und so ein. Oh, das ist so wirklich. Ist doch wirklich schlimm. Hallo, da kann man auch einfache Sachen draufschreiben. Das für einen normalen Bürger hört sich das dann auch nicht schlecht an. Natürlich, ja, das hört sich moderner an, obwohl es immer noch das gleiche heißt. Wenn man es irgendwie auf Englisch schreibt. Ja. Oh, Oh. okay, der war gut. Okay, das war der erste Kill, für den ich mich heute Abend mal lobe. Schlechte Idee, der Druide ist kaputt. Ich bin sowieso gleich kaputt. Und ja, ich würde mal sagen, der Part ist soweit so gut hier schon rum. Und ich wollte mal, würd eigentlich mal sagen, wir sollten auf Hypernades warten und uns nicht, klar. Und ja, sollen wir auf Hypernades warten oder nicht? Ich weiß es halt nicht. Wie lange hat er denn gesagt, dass er weg Er ist? hatte gesagt 20 Minuten, also 12 von den 20 Minuten sind jetzt schon rum. Oder ein bisschen mehr, glaube ich. Okay. 5 Minuten, glaube ich, noch. Aber dann, ich wollte eigentlich mich mal noch fertig machen gehen und Abendessen. Naja, okay, ich glaube, Leute, das interessiert euch sowieso nicht mehr, dieses bisschen Smalltalk. Also, ich denke, Oh, der Server wurde auch, glaube ich, gehabt. ja, Am okay. Schluss. Also, bis denn, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit mir und Mordred. Tschüss.